Wir werden hier diesen Fehlschnitt Gamma analysieren, der durch diese kartesische Gleichung angegeben wird. Die entsprechende Funktion f mit den zwei Variablen x und y ist diese da. Die allgemeinen analytischen Ausdrücke sind dieser und dieser. Hier sehen wir also, für unser Beispiel hat a den Wert 3. B ist die Hälfte von minus 2, also minus 1. C ist gleich 3. Die Zahl D ist die Hälfte von minus 4, also minus 2. Die Zahl E ist die Hälfte von minus 4, also auch minus 2. Und die Zahl F ist gleich minus 4. Zuerst berechnen wir diese Determinante klein delta. Also da schreiben wir A. Da und da schreiben wir B und da schreiben wir C. Diese Determinante ergibt 9 minus 1, also 8. Da diese Determinante Delta streng positiv ist, können wir daraus schließen, dass Gamma eine Ellipse ist. Jetzt fabrizieren wir diese Determinante. Da schreiben wir A, da und da schreiben wir B, da schreiben wir C, da und da schreiben wir die Zahl D, da und da schreiben wir E und da schreiben wir F. Und dann berechnen wir diese Determinante. Ihr Wert beträgt minus 64 und minus 64 ist nicht 0. Da diese Determinante nicht 0 ist, ist der Kegelschnitt Gamma nicht zerfallen. Jetzt fragen wir GeoGebra, diesen Kegelschnitt zu zeichnen, da ist er auch schon, und effektiv ist das eine Ellipse, die nicht zerfallen ist. Um das Zentrum dieser Ellipse zu berechnen, berechnet man zuerst die partielle Ableitung von f nach der Variablen x, das heißt, wir leiten dieses f von xy nach x ab, indem wir y konstant halten. Diese Ableitung ergibt dann sofort 6x minus 2y minus 4. Jetzt berechnen wir noch die partielle Ableitung von f nach der Variablen y. Das heißt, wir leiten dieses f von xy nach y ab, indem wir x konstant halten. Und diese partielle Ableitung ergibt dann sofort minus 2x plus 6y minus 4. Jetzt bilden wir das Gleichungssystem. Diese partielle Ableitung gleich 0 und diese partielle Ableitung gleich 0. Beide Gleichungen können wir sofort teilen und dieses Gleichungssystem führt zu der Lösung x gleich 1 und y gleich 1. Was also bedeutet, dass das Zentrum dieser Ellipse als Koordinate 1, 1 hat. GeoGebra bestätigt das. Jetzt suchen wir die Symmetrieachsen dieser Ellipse. Die Symmetrieachsen enthalten selbstverständlich das Zentrum der Ellipse, also suchen wir noch die Steigungsfaktoren. Die Steigungsfaktoren der Symmetrieachsen sind Lösungen dieser Gleichung. In unserem Beispiel also Lösungen der Gleichung minus m² plus 0 mal m plus 1 gleich 0. Das ist die Gleichung m² gleich 1, deren Lösungen plus und minus 1 sind. Also haben wir effektiv zwei Symmetrieachsen. S1 enthält das Zentrum 1, 1 und hat als Steigungsfaktor 1. Diese Gleichung reduziert sich auf y gleich x. S2 enthält ebenfalls den Punkt mit Koordinate 1, 1, das heißt das Zentrum der Ellipse, und hat als Steigungsfaktor minus 1. Diese kartesische Gleichung ergibt y gleich minus x plus 2. Wir lassen diese beiden Geraden von GeoGebra zeichnen und stellen effektiv fest, dass das die zwei Symmetrieachsen sind. Da eine Ellipse keine Asymptote hat, brauchen wir auch keine Asymptote zu bestimmen und die Übung ist schon beendet.